Einen wunderschönen guten Vormittag zusammen und herzlich willkommen zur 207. Folge von Let's Play OMSI 2 Omnibus Simulator mit mir, auch Julian Rieser. Wir sind zurück von der Themenwoche Alheim-Lauchensbach updated und fahren die nächste Linie, und zwar ist es die Linie 21. Sie führt von Eichenhöhen nach Nochemkirche. Fahrzeit ungefähr zwischen 25 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Solaris Urbino 12 in der zweiten Generation, der Dreitürer-Mod aus der Solaris Stadtbusfamilie. Wir fahren im OVMD Repaint. Ja, das Wetter ist Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 21. Sie führt uns von Eichenhöhen nach Nochemkirche. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute wieder Ihr geschätzter Busfahrer. Ich werde Sie sicher und vor allem zeige ich euch das schöne Alheim und Lauchensbach begleiten. Falls ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehen eure Busfahrer jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Hi. Nächster Halt, Fasanenweg. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ich hoffe, euch allen da draußen geht soweit gut. Mir geht es auch dementsprechend gut. Und ja, ich möchte mich bei euch bedanken für 114 Abonnenten und für fast 19.300 Aufrufe. Das ist echt der Wahnsinn, das ist echt eine klasse kleine Community. Macht gerne fleißig so weiter. Ihr dürft die Videos und gleich uns gerne mit euren Freunden teilen auf euren Social Media Netzwerken, damit supportet ihr mich kostenlos. Und hier kostenlos abonnieren und liken, kommentieren, Glocke aktivieren ist auch alles komplett kostenlos. Das kostet euch nicht einen Cent. Also wenn es euch gefällt, gerne liken, abonnieren und kommentieren. Hallo. Hallo.
mit den OVMD sitzen. Ah, sagt Kollege, die Taucher schon im Alheim gepaint. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich habe die originale Aeles wieder eingebaut. Was piept jetzt, ne? Hinter. Das war die Freigabe. Hab so schnell hinten die Türfreigabe rausgemacht. Hallo. Dass du hier die Sicht hier weiter nach unten. Hallo. Das ist ja ganz schön kalt hier drin. Eine Tageskarte bitte. Erst Mac und deine Fahrkarte haben wollen. Sie sind wir auch so einer, ne? Aber halt so ein Leuchtturm daher. Also Alheim Lauchensbach ab, das ist einer der schön gestaltesten Karten, die es in OMSI 2 gibt. Früher hat die Karte bei mir sowas von rumgeleckt, wie es ist. Nächster Halt, Rudolfstraße. Nein, wir sind noch nicht Rudolfstraße. Zum Rathaus Altbau und städtischem Integrationszentrum bitte hier aussteigen. Nein, wir sind noch nicht Rudolfstraße. Nächster Halt, Bahnhof Sonnenfeld. Zum Rathaus Neubau und Jugendzentrum Mitte bitte hier aussteigen. Es besteht Übergang zur S-Bahn sowie zum Regional. Guten Tag. So, hier mal 1,7 Minuten Verfrühung.
Schauen wir die Zeit gleich vor. Rudolfstraße zum Rathaus Altbau und städtischem Integrationszentrum hier aussteigen. Ah, da drüben ist ja auch eine Ampel. Da kommt schon Ampel, werde grün. Ja, vom schönen vielen Sprechen bekomme ich einen trockenen Hals, genau. Boah, habt ihr es gesehen? Niemals zu nah an einsteigen von, weil sonst meckern die Fahrgäste. Guten Tag. Guten Tag. Warum fahrt das Auto nicht? Achso, ich hab ja grün. Das hat gewartet. Schön. Möchte nicht mit der Laufbahn rum. Nächster Halt, Tag. Nächster Halt,
Eine Minute Verfrühung. Guten Tag. Guten Tag. Eine Minute Verfrühung, kommen wir dir auch mal vor. Hallo. Hallo. Eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke. Hallo. Hallo. Ein Kurzstreckenticket. Ein Kurzstrecken. Bitteschön. Nee, halt, dann können wir ja laufen lassen, weil die ab 20 Grad der sich eh ausschaltet. Und es wieder unter 20 Grad ist, stellt sie sich dann wieder an. Das können wir ein bisschen mehr heizen. Hallo.
Straße. Habt ihr gerade das schwarze Auto gesehen, wo dann braun geworden ist? Das liegt an dem Texturspeicher. Mhm. Auf einmal, wenn die Fahrzeuge schwarz sind, danach, wenn man denen ihnen näher kommt, oder sie einem näher kommen, dann bekommen sie wieder ihre normale Farbe. Das ist aber nur bei manchen Autos so, nicht bei allen. Nächster Halt, Holstenkamp. Zum Schloss Holstenkamp sowie zum Schlosspark bitte hier aussteigen. Da oben ist der Kollege. Ach nee, die geht ja gar nicht automatisch aus, die Heizung. So, jetzt kann man Heizung ausmachen. Nächster Halt, Grafenbergstraße. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich mache erstmal ein bisschen die Türen auf, dass die ganze Wärme rauskommt aus dem Bus. Ein bisschen runter geht. Süd. Also er fragt, was es da links ist, das sind Lärmschutzwände.
Das ist auch sehr schön gemacht hier, der Plan. Schaut mal. Oder ich zeig ihn euch mal. Das ist ja auch sehr schön gemacht und gestaltet worden. Blinker hat er auch keinen. Nächster Halt, Siedlung Herberholz. Mal durchheizen. 70 ist erlaubt. Wie viel fahre ich? Das Maximum 84,7. Da ist der Bus gedrosselt, genau. Aber wenn man kann die Drosselung auch rausmachen, dann fährt der Bus bis zu 100 km/h, glaube ich. Also können die Busse dann schneller fahren, genau. Wieder eine Minute Verfrühung. Tag. Guten Tag. Na, oder du halt's an. Bleib stehen. Da fahren wir noch drüber. Nächster Halt von Egenstraße zum alten Bahnhof Lochem und hier aussteigen. Hallo. Um Sie. Dankeschön. Kurz gedacht, der Bus schmiert mir vor der letzten Haltestelle noch ab. Aber macht er nicht. Alles gut. Das ist immer so bei dem Gerät, dass es sich so anhört. Nächster Halt, Lochem Kirche. Diese Fahrt endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste aufzusteigen. Den Bus noch an. Ne, hab ich nicht. So, doch. Doch, hab ich aus. Das war der Kollege gewesen. Aha. Also, meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und das war unser Bus, unser Solaris Urbino 12 in der zweiten Generation.
mit dem Dreitürer-Mod auf der Linie 21. Also macht's gut, bleibt gesund, baut gemisst und bis zum nächsten Mal. Euer Julian Rieser. Tschüss.